Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes. Mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mir heute gerne einmal mit euch diese zwei besonderen Produkte anschauen. Und zwar einmal die Crown Zenith Elite Trainer Box und auf der anderen Seite das Vista Universe Display aus Japan. Beides quasi die letzten Produkte in der Schwert- und Schild-Ära, sowohl in Europa als auch in Japan. Und ich möchte euch heute gerne mal beantworten, ja, welches dieser beiden Produkte ich besser finde, insbesondere auch für ein Langzeitinvestment und für welches von diesen Produkten ich mich am Ende entscheiden würde, wenn ich es denn müsste. Die Antwort für mich ist relativ klar. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich jederzeit für ein Vista Universe Display entscheiden. Aus welchem Grund? Wir haben hier ein Special Set aus der japanischen Schwert- und Schild-Ära. Wenn wir uns mal so die Vergangenheit angucken, wie denn Special Sets in Japan performt haben, dann haben sich alle sehr, sehr gut entwickelt. Insbesondere wenn ich jetzt auch schon so auf die Schwert- und Schild-Ära zurückgucke. VMAX Climax ist aktuell bei 100 Euro. Shiny Star V ist aktuell bei 120 Euro. Das 25. Jubiläums-Display, welches auch ein Special Set war, ist aktuell auch bei 100 Euro. Wir hatten in den vergangenen Jahren GX Ultra Shiny mit dabei, welches aktuell, wenn man es aus Deutschland kaufen möchte, ca. 600 Euro kostet. Wir hatten die Best of XY dabei, welches aktuell 1100 Euro kostet. Wir hatten in den vergangenen Jahren Shining Legends dabei, welches auch hier aktuell 900 Euro kostet, wenn man es sich dann in die Sammlung legen möchte. Und wir hatten auch das 20-jährige Jubiläumsset dabei, CP6, welches aktuell, wenn man es sich tatsächlich kaufen möchte, je nachdem, ob man es aus dem Ausland oder aus Deutschland bezieht, ca. 2.000 bis 3.000 Euro kostet. Also all das schöne Beispiele, die zeigen, dass man von der UVP quasi gesehen eine richtig schöne Wertentwicklung erleben kann. So, jetzt gibt es dieses Set tatsächlich nicht zur UVP zu kaufen und aktuell auch nicht für 50 oder 60 Euro, sondern wenn man sich dieses Vista Universe Display kaufen möchte, muss man tatsächlich ca. 95 bis 100 Euro bezahlen, um sich dieses entweder in die Sammlung oder für ein Langzeitinvestment beiseite zu legen. Das ist aus meiner Perspektive aktuell ein wenig zu viel. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir ähnlich wie bei VMAX Climax hier deutlich mehr Produkte noch auf den Markt bekommen und die Preise insbesondere bei diesem Vista Universe Display noch weiter fallen werden. Am Ende ist das für mich nur eine Prognose, deswegen habe ich mir auch, sage ich mal, ein Display für meine Sammlung beiseite gelegt, um dieses auch schon zu einem Einkaufspreis von 95 Euro auch schon zu besitzen und am Ende nicht in die Röhre zu gucken, wenn dieses Display vielleicht 200 Euro kostet. Deswegen eins habe ich, meine Hoffnung ist aber, dass wir hier weitere Produkte bekommen. Und insbesondere ich dann zu niedrigen Preisen in dieses Produkt, insbesondere für mein Business, investieren kann. Attraktive Preise für mich wären 80 Euro abwärts. Also ich denke, dass ich persönlich bei 80 Euro mir ein paar weitere Displays kaufen würde und dann letztendlich nochmal darauf hoffen würde, dass wir vielleicht irgendwie auf 70, 60 Euro fallen. Ob das passieren wird, weiß ich nicht. Die Hoffnung habe ich aber und wenn das eintreffen sollte, dann würde ich mich dementsprechend auch weitere tatsächlich für ein Investment einkaufen, um halt hier zukünftig auch diese Produkte weiterhin anbieten zu können, insbesondere auch für mein Business. Von daher meine Wahl definitiv das Vista Universe Display aus der japanischen Schwert- und Schild-Ära. Nichtsdestotrotz haben wir mit der Crown Zenith ETB auch ein tolles Produkt, mit dem man, denke ich, langfristig gesehen relativ wenig falsch machen kann. Anders als bei dem Vista Universe Display kommt hier halt deutlich mehr auf den Markt und es besteht deutlich mehr Angebot. Das führt dazu natürlich, dass die Preise schon jetzt bereits zum Release deutlich unter UVP liegen. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr gut, weil wir die Möglichkeit haben, zu guten Preisen einzukaufen, aktuell für ca. 50 Euro. Auch das wird, denke ich mal, noch günstiger werden, vielleicht 45, 43, 40 Euro. Mal schauen, je nachdem, wie viele Produkte noch auf den Markt kommen. Nichtsdestotrotz haben wir hier trotzdem tolle Möglichkeit, insbesondere auch für die langfristige Zukunft. Wir haben mit Crown Zenith ein Set bekommen, welches das letzte aus der Schwert- und Schild-Ära ist, das letzte Set mit einem gelben Rand und ganz, ganz viel, ganz, ganz vielen Chase-Karten. Meiner Meinung nach schon zu vielen Chase-Karten, mehr als 100 Hits, wenn ich mich nicht versehen habe, die wir aus dieser ETB ziehen können, die am Ende Spaß machen, das ist auch das Tolle daran, die aber auch dazu führen,
dass es ja eigentlich schon fast unmöglich ist, sich irgendwie ein Master-Set zu erstellen, indem ich Produkte öffne und mir dieses dann zusammenbaue. Also ich glaube, wenn man ein Master-Set zu Crown Zenith möchte, dann ist man schon fast dazu gezwungen, Einzelkarten einzukaufen und diese dann quasi zu komplettieren. Also alles in allem zwei richtig tolle Sets. Der aktuell günstigere Einkaufspreis liegt bei Crown Zenith. Das ist, denke ich mal, ein schöner Nebenaspekt, den wir hier bei diesem Set haben. Ich glaube, hier brauchen wir deutlich länger, um eine schöne Wertsteigerung zu erzielen. Hier wird es schon deutlich schneller gehen, auch wenn noch weitere Produkte auf den Markt kommen. Ich verweise da immer gerne an VMAX Climax. VMAX Climax war vor einem halben Jahr noch überall zu bekommen. Ja, es waren teilweise für 60 Euro zu bekommen, dann für 70, dann für 80 Euro. Ein Set, welches immens stark geprintet wurde. Wenn wir aktuell bei CardMarket drauf gucken, dann haben wir ca. 150 Produkte nur noch da. Was dazu führt, dass der Preis nicht mehr bei 55, 60, 70 Euro liegt, sondern aktuell schon bei 100 Euro. Und das wird irgendwann auch mal mit diesem Display passieren. Entweder kommt noch mal etwas, dann sinkt der Preis, dann haben wir gute Einstiegsmöglichkeiten, die dazu führen, dass wir langfristig gesehen tolle Renditen erzielen. Oder es kommt nicht mehr allzu viel, dann wird dieses Set nichtsdestotrotz auch deutlich schneller teurer als das Crown Zenith Set, weil es einfach viel, viel weniger Produkte gibt, weil es einfach ein japanisches Produkt ist und was die Anzahl der Produkte dementsprechend deutlich limitierter sind. Es gibt immer wieder Händler, die dieses Produkt in Massen anbieten, die insbesondere auch gute Connections nach Japan haben. Aber mit einer aktuellen Stückzahl von ca. 300 bis 400 Stück auf CardMarket haben wir tatsächlich nicht mehr allzu viele da. Von daher lasst uns gerne alle zusammen auf ein Reprint hoffen, auf weitere Produkte zu Vista Universe, damit wir dieses so geile Set, und das ist es definitiv, es gehört für mich zu einem der besten Schwert- und Schild-Sets aus dieser Ära, dann auch noch zu günstigen Preisen bekommen können und uns dann langfristig über eine richtig coole Rendite freuen können. Kurz zusammengefasst, beide Produkte für mich ein cooles Investment. Auch die Crown Zenith Elite Trainer Box. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das Vista Universe Display nehmen, weil ich hier maximal davon überzeugt bin, dass dieses sich sehr, sehr stark im Preis entwickeln wird. Und insbesondere vielleicht auch in den kommenden Jahren, ja, VMAX Climax, Shiny Star V, auch in den Schatten stellen wird. Von daher lasst uns gespannt sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, für welches dieser Produkte würdet ihr euch entscheiden und aus welchem Grund. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, dass ihr keinen weiteren Content mehr verpasst. Und ich sage mal, bis bald. Ciao, ciao.